Hallo ihr Lieben, wir sind heute wieder mal in Salzburg und schauen uns die JOD Kindermodenmesse an und nehmen euch mit. Viel Spaß! Wir sind gerade bei der Marke Play Shoes und Kai hat ein paar Sachen von Play Shoes und deshalb dachte ich, ich zeige euch mal, was es so gibt. Sie sind sehr stark im Bereich Regenbekleidung, Schwimmbekleidung und schauen wir uns mal ein wenig die Designs an. Hier haben wir so die Mädchenfraktion. Ich finde es immer total süß, wenn das alles so bunt ist. Und es ist ein sehr, sehr leichtes Material, auch mit Reflektoren. Hier hätten wir zum Beispiel einen Zweiteiler. Und Kai hat davon die Badehose und das Badeshirt und das gibt es jetzt auch als Regenbekleidung, dieses High-Design. Es gibt dann natürlich auch passende Gummistiefel. Finde ich auch sehr, sehr süß. Auch mit der Maus. Und dann haben wir eben hier noch so Badeschuhe und ihr wisst, ich wusste gar nicht, dass es die für Mädchen auch gibt, aber Kai hatte diese hier. Die hatte er sehr, sehr lange und die fand ich auch wirklich sehr, sehr gut. Und es gibt natürlich auch in diesen Haifisch-Designs so Badeschuhe. Und dann haben wir hier noch Pyjamas. Jacken. Ganz neu gehört auch die Marke Schnitzler zur Playshoes GmbH und die haben halt Babybekleidung von neugeborenen Alter weg. Da zeigen wir euch auch ein paar Einblicke. Auch sehr praktisch für den Maxi-Cosi. Wir sind jetzt bei der Firma Bobux und ja, das leidige Thema Schuhe für Kleinkinder. Und wir haben jetzt gerade ein paar interessante Sachen erfahren. Es ist eine neuseeländische Marke und wir waren da auch immer so ein wenig skeptisch bezüglich diesen hohen Schuhen, was ja sehr empfohlen wird, dass man Kindern eben hohe Schuhe anziehen sollte. Bobux geht davon ein wenig weg und sie haben ganz, ganz viele so, ja, Schuhe entwickelt, die einfach auch sehr angenehm für die Kinder sind zu tragen und zu gehen, also dass man fast das Gefühl hat, als würde man barfuß laufen. Und wenn wir hierher sehen, die finde ich jetzt fast am interessantesten. Kai ist jetzt schon ein wenig zu groß, aber sowas habe ich eigentlich gesucht, muss ich sagen, als er angefangen hat zu laufen. Das hier sind so Art Krabbelschuhe, die aber eine feste Sohle haben. Das heißt, die Kinder können wirklich am Spielplatz rumlaufen, ohne nass zu werden. Und hier vorne ist das alles verstärkt fürs Krabbeln, damit es nicht kaputt wird. Und ich finde es auch vom Design sehr, sehr süß. Und was mir als Mama halt immer wichtig ist, ist, dass es leicht zum An- und Ausziehen ist. Und das sieht so aus, als würde das auch ganz einfach gehen. Und ja, die bunten Farben, richtig, richtig schön. Und da gibt es dann eben auch noch solche, die sind dann vielleicht nochmal ein wenig mehr Schuh als Krabbelschuh. Also ich denke da, das fällt keinen auf, dass das Kind eigentlich einen bequemen Krabbelschuh anhat. Dann hier oben haben wir so Herbst-Winterschuhe, die sind auch
eben ein wenig höher, damit die Kinder nicht nass werden. Ich finde die ja auch sehr, sehr stylisch, so vom Design. Und sehr mamafreundlich mit dem Klettverschluss. Es gibt aber auch so gefütterte. In Neuseeland ist natürlich kein Schnee, das heißt Schneeschuhe wird man hier noch nicht finden. Aber bei uns ist auch kein Schnee, also passt das dem in dem Fall sehr gut. Genau, das sind die. Wir zeigen euch noch ein wenig, welche Schuhe es noch so gibt. Hier haben wir noch Krabbelschuhe und da gibt es eine recht große Auswahl. Ich finde ja die mit Zebra total süß. Und die gibt es bis Größe 32. Also wirklich kann man den ganzen Kindergarten lang den Kindern anziehen. Also von 0 bis 6 Jahren eigentlich. Ja, von 0 Monaten bis 6 Jahren. Und ich zeige euch mal beispielhaft zwei Modelle. Dieses hier ist so ein Girly-Modell mit so Silber und Blumen. Und worauf ich halt immer geachtet habe, worauf ihr auch achten solltet, ist, dass hier wirklich ein guter Gummizug ist, damit man das einfach ganz, ganz leicht anzieht und dass alles schön weich ist, damit das Kind es wirklich angenehm tragen kann. Und hier im Vergleich so einen Riesenschuh mit einem Traktor. Ja, eigentlich ganz das gleiche Modell, halt nur in groß und sehr wertig. Finde ich diese Schuhe und Kai hatte auch so Krabbelschuhe. Es ist einfach eine sehr hochwertige Verarbeitung und ich finde die Designs ganz süß. Es gibt natürlich auch andere Hersteller von so Krabbelschuhen. Wir sind aber gerade bei Bobux, deshalb zeige ich euch die, die es hier gibt. Das sind meine Favoriten. Eulen! Es gibt auch hier noch die Marke Lipfish, kannte ich jetzt so gar nicht, aber sind total detailreiche, süße Sachen, also so, ja, voll süß mit diesen Tierhänden. Jetzt sind wir bei Blue Effects. Das ist eine deutsche Marke. Eine deutsche Marke wird in der Türkei produziert, in Istanbul, und wir zeigen euch mal ein paar Sachen. Es gibt da Größen von 56 bis 176, wobei ab 128, glaube ich, ist am stärksten vertreten. Und das ist mir immer wichtig, das Erste, was ich schaue, wenn es um Hosen geht, ob sie verstellbar sind, ob der Bund verstellbar ist. Ist hier der Fall, finde ich immer, also das ist eigentlich, finde ich, das Wichtigste. Ich sehe schon, hier ist für die coolen Jungs, gibt es hier die Sachen. Für die kleinen Rocker. Keine Bayern. Ja, schauen wir, was es noch so gibt. Sehr angenehmes Material, irgendwie so mit Struktur. Eher für die Mädels. Crop Top, glaube ich, nennt man die. Also es gibt noch Babyhosen, aber eigentlich das Hauptaugenmerk liegt auf Teenie-Klamotten von 128 bis 176.
Jetzt zeigen wir euch noch ein paar schwedische, dänische, nordische Sachen hier von Gega Moya. Das ist ganz spannend, weil diese Stofftiere werden aus Stoffresten gemacht. Also quasi aus den Stoffresten, die als Abfall entstehen. Also es ist ein sehr nachhaltiges Konzept. Wir haben hier den Dodi und den Cookie. Und ja, wir zeigen euch, was noch aus diesen Stoffen so entstehen kann. Also ganz mein Stil, alles was Punkte und Streifen hat, geht ja immer. Hier haben wir so einen Strampler. Finde ich auch ganz gut, mal so größere Füße würden mir fehlen. Vielleicht etwas männlicheres. Es gibt natürlich auch so Outdoor-Sachen. Und ganz, ganz viele Mützen. Und Lisa. Das ist jetzt nur seine Babykollektion. Bei den Babysachen finde ich das immer ganz wichtig, dass man das komplett öffnen kann zum Wickeln. Das ist einfach mega praktisch. Voll süß. Schmusedecke. Und das ist alles Fairtrade. Also bei diesen Marken wird sehr darauf geachtet, auf biologische Herstellung, Fairtrade und so. Wilma und Morris, da gibt es so Outdoor-Sachen, sehen sehr hochwertig aus. Ich kann euch jetzt nur quasi die Designs zeigen. Was ich auch ganz süß finde, ist die Marke Tier. Soll Tier heißen auf Schwedisch. Und da gibt es alles so, ja, Tierprints. Wir können das gerne mal zusammen durchschauen. Dann haben wir hier noch Outdoor-Bekleidung von Duxday oder Duxday. Auch sehr, sehr coole Prints und ja, Sterne gehen auch immer. Richtig, richtig cool die Jacke. Danifx, ich kann es nicht aussprechen. Da ist ein Schnuffeltuch drinnen. Da gibt es eben auch so Bettwäsche. So, ich zeige euch jetzt eine super süße Geschenksidee meiner Meinung nach. Und zwar von Trumpet. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da gibt es eben so Babysöckchen. Und was ich hier sehr witzig finde, ist, es gibt so unterschiedliche. Also es gibt so unterschiedliche Boxen, zum Beispiel wenn jetzt der Vater ein Bürohengst ist, bekommt das Kind die Baby Oxford Box. Oder wenn der Papa ein Radfahrer ist zum Beispiel,
könnte das Kind diese Box bekommen. Ja. Und zwar, wenn der Vater ein Andi ist, würde das Kind diese Box bekommen. Also ganz, ganz süß. Und ich finde, das ist echt eine sehr nette Geschenksidee. Gerade halt für Mädels, wenn man noch keine Schuhe, oder ich finde, da braucht man auch gar keine Schuhe anziehen. Da kann man einfach nur diese süße Socken anziehen. Und sieht aus, als würden sie Ballerinas tragen. Voll süß. Und die gibt es eben von 0 bis einem Jahr. Von Kid Arable gibt es so Regenbekleidung, eben angefangen vom Gummistiefel im Marienkäfer-Design beispielsweise, bis hin zum Regenmantel und natürlich dem passenden Regenschirm. Amik hat so Outdoor-Bekleidung. Digitec, vielleicht auch was ganz Interessantes für alle Mamas, damit das Kind nicht verloren gehen kann. Ein Armband, wo man eben die Adresse raufschreiben kann, Telefonnummer, den Namen des Kindes, kann man eben auch zum Beispiel auf die Schultasche befestigen oder Rucksack, sonstiges. Kann man in verschiedenen Größen einstellen. Es gibt ganz, ganz verschiedene Designs. Ein paar zeigen wir euch. Die werden sogar in Österreich produziert. Wir Österreicher stellen auch manche Sachen her. Wir sind jetzt da bei der Firma Majoral und es ist eine spanische Marke. Da gibt es ja Kindersachen für Jungs und Mädels von 50 bis 176 und wir fangen jetzt einfach mal bei den ganz kleinen Sachen an und wühlen uns ein wenig durch. Schnuffis Fashion, das ist ein deutsches Unternehmen, das in Polen fertigt, kann man online erhalten und das hat eine Mama gegründet, die angefangen hat, für ihre Tochter tolle Klamotten zu nähen.
Cosplay finde ich ganz spannend. Und zwar gibt es da unterschiedliche Muster und in dem Muster bekommt man dann alles fürs Kind. Das heißt, vom Regenmantel angefangen, Bademantel, Pyjama, Gummistiefel, Regenschirm und jetzt zeige ich euch mal, was es hier so gibt. Wir haben gleich entschieden, also für Kai wäre absolut dieses Dinosaurier-Muster angesagt. Baba Birdie hat auch schon einen passenden Bademantel dazu ausgekundschaftet. Und Rita, also wirkt sehr hochwertig. Ihnen ist bei diesen Regenmänteln wie so ein Frottee. Man sieht hier auch 21 Euro ist wahrscheinlich der Einkaufspreis. Also ganz, ganz bunte Sachen für die Kinder gibt es hier von Hedley. Kai ist auch immer ganz groß im Rennen. Dann haben wir hier bei diesem Messestand noch Mel und sind so Strumpfhosen, auch ganz bunte Socken. Dann gibt es auch hier wieder Krabbelschuhe, also die sind ja total im Trend, merkt man. Und sie sind halt auch mega praktisch. Canadians ist eine hochwertigere Marke. Das sind ganz hochwertige Daunenjacken, die da ausgestellt sind. Auch hochpreisiger, wurde uns gesagt. Und ja, auch ganz, ganz süß, meiner Meinung nach. Gerade die hier mit diesen Apnieren. Sehr, sehr nett. Und hier sind ganz süße Sachen vom Bellybutton ausgestellt. Spieluhren! Eine Birdie-Spieluhr. Was ist das? Ah, so ein Kirschkernkissen oder so ein Kissen. Mega süß, rasseln. Also ich mag Bellybutton wirklich sehr gerne und wir haben auch für Kai diese Pflegeprodukte, die sind hier auch ausgestellt. Ich wusste gar nicht, dass es da so Geschenksets zum Beispiel gibt mit Stoffwindel und Greifring oder Greifring und Schlafsack oder so. Voll süß! Bellybutton hat viel mit diesen Sternen, was mir persönlich auch sehr, sehr gut gefällt. Und Wölkchen! Mega süß.